einer jener Universal-Genies, die es heute gar nicht mehr so richtig gibt. Er war Maler, er war Zeichner, er hat mundartlich gedichtet in dem friaulischen Dialekt seines Herkunftsortes. Er ist ja 1950 erst nach Rom gezogen, aus dem Friaul. Er hat politische Kommentare geschrieben in wichtigen Tageszeitungen, hat Drehbücher verfasst, er hat Filme. Filmregisseur ist ja am bekanntesten, aber das war nur ein Teil seiner umfassenden künstlerischen und schriftstellerischen Tätigkeiten. Uns lag daran, dieses Multitalent, dieses Universalistische seiner Arbeit einmal in einer Ausstellung zusammenführen zu können. Zeitsprung. Also wenn Sie seinen ersten Film heute sehen, Akatone, die direkten Dialoge, die übrigens mit diesen Jugendlichen entwickelt worden sind, das Schwarz-Weiß, die unmittelbare Nicht-Neorealismus, von diesem hatte sich Pasolini ja getrennt, sondern seine eigene Filmsprache zu finden, das ist wie eine andere Welt. Aber er hat die Medien, die es damals gab, die Zeitung mit seinen Kommentaren, die Literatur, die Gedichte, er hat also die Medien, die ihm zu seiner Zeit zur Verfügung standen, genutzt, und zwar äußerst kritisch. Er war, nun muss man auch die verkrustete italienische Gesellschaft jener Zeit betrachten, Bundesrepublik Deutschland 1970 war vielleicht ein bisschen liberaler, aber auch nicht so viel liberaler. Also man muss diese Zeit auch betrachten, gegen die er argumentiert. Er hat es ja mit allen angelegt. Für mich ist er eigentlich ein Anarchist. Er hat sich mit der Kirche angelegt, obwohl, wie ich jetzt im Katalog las, der Vatikan seinen Film über das erste Evangelium zu einem der wichtigsten Filme überhaupt der Filmgeschichte erklärt hat. Er hat sich er wurde schon früh aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen mit der Begründung, er sei so ein bürgerlicher Revisionist wie Sartre und andere. Also er hatte schon die hohe Ehre des Ausschlusses aus der kommunistischen Partei erfahren ganz früh und sah sich aber als Marxist. Italien war vielleicht in dieser Zeit auch ironieresistent. Ich glaube, vieles von der Ironie hat die Öffentlichkeit nicht so verstanden oder verstehen wollen. Ich meine, er hat 33 Prozesse geführt, wegen Blasphemie, wegen Pornografie, Literatur, Filme, alles stand irgendwie mal vor Gericht. Und er hat im Grunde auch dazu beigetragen,
die italienische und auch die europäische Gesellschaft zu dem zu machen, was sie heute ist. Weltoffen, liberaler, freundlicher, gegenüber abweichenden Meinungen oder abweichenden Verhalten. Dazu hat er beigetragen, das muss man sehen. Er war da ein ganz großer Einzelkämpfer in seiner Zeit. Che vita, ragazzi, per quel film, dove gli accattoni diventano stelle, le stelle accattoni e Pasolini fa il regista. Non sarebbe meglio che lo scrittore scrivesse e il film lo realizzasse il regista e gli attori invece di fare tanta confusione? Un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidimensionale.